Micha! Ja? Wie war eigentlich deine Mathearbeit? Oh Mann, ich wusste, dass die Frage kommt. Ich sage einfach, sie war gut. Die war sehr gut. Hast du alles gewusst? Manche Aufgaben waren zwar ein bisschen schwer, aber ich hab's geschafft. Das ist mein Sohn. Und? Was habt ihr noch so gemacht in der Schule? Oh Mann, hoffentlich merkt er nicht, dass ich geschwänzt hab. Gelernt wie immer. Okay, wer ruft denn jetzt an? Micha, warte mal kurz. Hallo? Ja, Frau Pepper hier, Sie müssten Micha für heute entschuldigen. Entschuldigen? Ja, er war heute nicht in der Schule. Was hat er denn? War er krank? Ja, der ist krank. Ich schreibe ihm was. Okay. Tschüss. Und? Wenn man Energy trinkt. Was machst du da? Alter, was hast denn du für gute Ohren? Ich trinke einen Energy Drink. Wer hat dir das erlaubt? Na, ich selber. Micha! Weg mit der Dose! Micha, hör auf! Warum darf ich den nicht trinken? Weil da Koffein drin ist und du noch aufgedrehter bist. Aber es schmeckt so gut! Micha, gib mir die Dose, geh nach oben und räum deine Bude auf! Mann, ey! Mein Gott! Wenn man kein Trinken mehr zu Hause hat... Mama, wir haben kein Trinken mehr im Haus! Was, wirklich? Micha, wir haben doch noch Wasser da! Na, sag ich doch, dass kein Trinken mehr da ist. Micha, das ist doch was zu trinken. Ich trinke doch kein Wasser, da verdurste ich lieber. Dann viel Spaß beim Verdursten. Na, eigentlich wollte ich fragen, ob du noch 3 Euro für mich hättest. Was willst du mit 3 Euro? Na, ich wäre kurz zur Tanke gegangen und hätte mir Schwippschwapp gekauft. Entweder Wasser oder gar nichts. Na toll. Mama, ich brauche 100 Euro. Na, und ich hätte gerne Lamborghini. Na, ich brauche wirklich 100 Euro. Also ich glaube, du hast eine Arsch auf 100 Euro. Für was brauchst du die? Na okay, war nur Spaß. Ich brauche nur 20 Euro. Und für was brauchst du die 20 Euro? Na, ich brauche neue Buntstifte. Warum brauchst denn du neue Buntstifte? Na, der Thorsten aus der 12. Klasse hat meine Buntstifte angezündet. Was? Die können brennen? Mama, ich habe keine Buntstifte mehr. Ja, okay, Entschuldigung. Hier hast du Geld. Mama, das sind 50. Micha, du weißt doch, 30 kriege ich wieder. Ach so, danke, Tschüdelü. Heute kauf ich mir den Skin. Hallöchen. Hallo. Was machst denn du hier? Na, ich arbeite jetzt hier. Cool, ich krieg einmal eine 20er Paysafe. Okidoki, aber mal eine Frage. Woher bekommst du eigentlich immer das ganze Geld? Okay, ich erklär's dir. Zuerst musste ich mir überlegen, weshalb ich Geld gebrauchen könnte und dann ist es mir eingefallen, denn wir halten in der Schule einen Vortrag. In der Schule mussten wir uns überlegen, was für einen Vortrag wir halten wollen. Aber mein Vortrag war ja ganz klar Fortnite und deshalb habe ich meine ganzen alten Paysafe-Karten weggeworfen. In Fortnite benutzt man natürlich auch Skins, für die eine Zahlungsmethode notwendig ist. Und das ist in diesem Fall eine Paysafe-Card. Und deshalb habe ich das Geld von meiner Mom bekommen. Wow, das alles wegen 20 Euro? Wegen 20 Euro? Natürlich wegen dem Skin. Das ist doch mega. Einen Skin. Okay, dann halt wegen einem Skin. Bitteschön. Danke und tüdelü.